Zeit für ein Duell. Ja, mein Mann, herzlich willkommen beim Pokal. Dankeschön, dass du da bist. Wir spielen heute wieder Runde Yu-Gi-Oh! Und zwar werden wir heute wieder die Duell-Herausforderung spielen. Duell-Herausforderung ist entsprechend so, dass der entsprechende Duellant alle Karten benutzen darf, die er entsprechend im Spiel freigeschaltet hat. Das heißt, er darf alle Monsterkarten benutzen, er darf alle Zauberkarten benutzen und alle Fallenkarten benutzen, er darf alle Fusionsmonster benutzen und auch alle Panelmonster benutzen. Wir werden heute mal gegen Darts spielen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, gegen wen wir als nächstes spielen sollen. Würde mich mega freuen. Ich würde sagen, wir starten auch gleich rein. Benutzen natürlich unser Kartendeck. Jetzt schauen wir mal, ob Darts heute das Siegel von Urkalfos heute spielt oder neue Karten hat. Was wollen wir heute nehmen? Nehmen wir Stein. Gewinnen sogar. Perfekt. Auf geht's. Können wir jetzt erst anfangen. Let's go, würde ich sagen. So, dann schauen wir mal an, was wir bekommen. Und was bekommen wir Schönes? So. Okay. Okay, wir haben Spielkraft, mystischen Raumtofun, unseren Flip-Pinguin, Friedensbote und Tochter Gier. Gut, Tochter Gier können wir gleich aktivieren. Das sind zwei Karten. Sag kurz nein. Okay. Tochter Gier können wir auch mal legen. Dann würde ich sagen, spielen wir nochmal Spielkraft und gepanzte Biene im Angriff. Wir könnten noch Friedensbote nochmal legen, würde ich sagen. So, als kleine Sicherheit. Wir können Monster von 1500 oder mehr nicht angreifen. Und dann neuen Zug. Zwar müssen wir immer 100 Lebenspunkte zahlen, aber das ist okay. So, Landformer. Okay. Okay. Wir ziehen eine Feldzauberkarte ziehen. Mosgarten. Okay, was kann die? Wir haben Topf da hier. Aktivieren wir einfach mal. Ziehen eine Karte extra. Okay, was bekommen wir? Schwerkraftwunder. 1400. Du bekommst 500 Lebenspunkte. Okay. Okay, aber wir haben ja hier noch Spielkraft, würde ich sagen. Zack, aktivieren wir einfach mal. Zerstörungskarte. Weg damit. Okay, du bekommst 1000 Lebenspunkte jetzt. Okay, okay, nicht schlecht. Du bekommst immer Lebenspunkte mit der Feldzauberkarte. Aber die zerstören wir einfach mal, würde ich sagen. Komm, das. Die brauchst du nicht mehr. Wir wollen ja nicht, dass du Lebenspunkte bekommst. Gut, dann setzen wir mal Friedensbote wieder und unseren Schneemann. Eine kleine Verteidigung einfach. Dann können wir den Karteneffekt gleich ausnutzen und greifen ihn erstmal an. 1600, direkt auf dem Punkt. Bam. Das. Tja, wir können uns auch wehren. Gut, so was machst du jetzt? Du hast keine Feldzauberkarte mehr. Okay, da ist sie wieder. Okay, das war zu früh gefreut. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Was haben wir hier? Hier ist eine Verteidigungsposition. Okay. Das war gepanzerte Biene. Ja. Okay, wir haben Grube noch bekommen. Das ist in Ordnung. Und Sperrkraftbinder können wir auch mal legen. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, ich spiele mal Dienstbote. Man kann damit Monster von 1500 oder mehr nicht angreifen. Er hat 2300. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir noch mal Pinguin nachsetzen. Das kleine Verteidigung hier. Und wir können den Effekt ausnutzen. So, Dart, du bist dran. Was machst du jetzt? Angreifen kannst du nicht. Aber du bekommst Lebenspunkte. Okay, 500. Was machst du da? Gehst in die Verteidigung. Opferst halt Monster. 2400. Okay. Okay, okay. Nicht schlecht. Gut, wir könnten jetzt mit Pinguin ihn Karte für die auf die Hand packen. Okay. Heilige Wünsche. Wir zahlen erstmal einmal 100. Das kann die. Erhöht die Lebenspunkte 500 Lebenspunkte. Ach, du kriegst auch nochmal 500 Lebenspunkte. Ah ja. Okay, ist in Ordnung. Gut. Was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, wir flippen mal Pinguin. Nutzen den Effekt einfach. Und setzen dein Monster hier auf die Hand. Weil du musst ein Monster opfern, um die Karte zu spielen. Dann kurz nein. Und setzen wieder Pinguin. Da du kein Monster hast, kannst du die Karte nicht spielen. Schon mal ganz gut, würde ich sagen. Aber wir brauchen Monster einfach zum Angreifen. Okay, du bekommst erstmal 500 Lebenspunkte. Okay, Jasmin. 100 ATK, okay. Was kann die? Die muss aber einen besonderen Effekt haben. Okay.
wieder 500 Lebenspunkte. Du hast schon 10.000 Lebenspunkte. Du opferst die Karte, okay. Da ist die Karte wieder. Okay. Du kannst trotzdem nicht angreifen. Das ist völlig in Ordnung. Durch Friedensboot kannst du einfach nicht angreifen. Was hatten wir denn hier noch? Okay. Wir hätten Rakiki. Die zahlen wieder 100. Ja, ist in Ordnung. Wir hätten Rakiki. Ja, war gut, Rakiki. Ich würde sagen, wir nutzen den Effekt nochmal vom Pinguin einfach aus. Machen wir genau das gleiche nochmal. Setzen dann eine Karte wieder auf die Hand. Und Pinguin auf die Hand. Da wir keine Monster haben, müssen wir so ein bisschen mit Trick 17 arbeiten hier, würde ich sagen. Bringt uns zwar auch nicht viel, weil wir nicht angreifen können, aber wir können ihn zumindest versuchen einfach, dass er Karten einfach opfern muss. Dass er nicht so viele Karten auf der Hand hat. Okay, hat schon wieder so eine Jasmin da. Wir sagen kurz nein. Sagen wir nein. Jetzt opfert die Karte wieder. Und holt sein anderes Monster wieder. Kommt aber wieder ganz viele Lebenspunkte einfach. Das ist nicht so gut. Okay. Legst du noch eine Karte, eine Fallen- oder Zauberkarte? Ja gut. Okay, was machen wir jetzt? Okay, wieder so eine Wünsche hier. Peinliche Wünsche. Okay, kriegst du 500 Lebenspunkte. Kriegst du schon 1000 da. Ja, jetzt haben wir Rakiki-Brecher auch noch. Das bringt ja uns auch nicht. Wir haben keine Monster. Jetzt müssen wir einen Trick nochmal machen. Auch kein Problem. Nochmal. So, Pinguin aktivieren wir. Dein Monster wieder auf die Hand. Pinguin wieder auf die Hand. Sehr gut. Sagen kurz nein. Pinguin liegen wieder. Sehr gut. So, hast du noch eine Karte da zum Opfern oder hast du keine mehr? Okay, erstmal zu 500 Lebenspunkte. Da nochmal 500 Lebenspunkte. Okay, Marienkäfer. Goldene Marienkäfer. Wieder 500 Lebenspunkte. Okay. Okay, da hast du eine Karte jetzt verdeckt gelegt. Okay. Die Karte willst du nicht opfern. Wir haben Flammenpatschi. Wir zahlen mal 100. Ja. Und Flammipachi könnten wir im Angriff setzen, würde ich sagen. Wir können ja auch nicht angreifen mit Monster mit 1500 oder mehr. Aber wir können die Angriffspunkte nehmen als Verteidigungspunkte. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und wir könnten... Ja, was könnten wir machen? Im Prinzip gar nichts, ne? Wir hätten Unanzug einfach. Wir müssen mal schauen, ob wir irgendwie uns was ausdenken können. Ein kleines Trick hier irgendwie. Kriegt so viel Lebenspunkt einfach. Okay. Okay. Was machst du jetzt? Feuerblume. Okay. Was kann die? Du opferst die. Okay. Sagen kurz nein. Da ist er wieder. 2400. Gut, du hast aber jetzt zwei Monster. Angreifen kannst du sowieso nicht. Das ist Friedensbote. Und, Karteneffekt. Hast du ausgelöst? Okay. Ruf der Gejagten. Die zahlen wir 100. Das Einzige, was wir wirklich machen können, ist wirklich ein Kartendeck tot erzwingen einfach. Das könnten wir vielleicht machen. Wir könnten noch Ruf der Gejagten anspielen. Ja, komm, machen wir eins mal. Ich würde so sagen, wir machen den Effekt nochmal. Setzen den Effekt einfach aus hier, oder bis wir setzen deine Karte auf die Hand wieder und holen Pinguin. Du musst ja für die Karte immer eine Karte opfern. So, setzen wir Pinguin hin. Und da wir keine Monster haben zum richtig angreifen, können wir nicht viel machen. Am besten wäre, wenn wir irgendwie noch Harpienbüsch hätten, dann könnten wir seine ganzen Fallen und Zauberkarten da zerstören. Das wäre nicht schlecht. Er kriegt zu viele Lebenspunkte einfach. Da kriegt er schon 1500. 1800 im Angriff. Okay. Angreifen kannst du nicht. Da kriegst du wieder 500 Lebenspunkte. Was kannst du mit der Karte machen? Eine Verteidigungsposition. Ja, gut, aber das bringt ja nichts. Angreifen tust du ja nicht. Wir hätten Copycat. Wir zahlen wieder 100. Das ist in Ordnung. Ja, gut. Mit Copycat. Was können wir mit Copycat machen? Gar nichts, ne? Wir können Flammenpatsche wieder in Angriff setzen. Das können wir machen. Ja. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir beenden unseren Zug einfach. Wir können wirklich nichts machen. Wir haben nicht viele Möglichkeiten.
Da krieg ich jede Runde 2000 Lebenspunkte mal dazu. Das ist schon heftig. Okay, wir sagen kurz nein. Okay, ist wieder in die Verteidigungsposition. Ja gut. Solange du nicht angreifst, ist in Ordnung. Okay, es wird 500 Lebenspunkte. Okay, ein Krug. Den wirst du wahrscheinlich gleich opfern. Ja. Kommt dein Monster wahrscheinlich wieder. 2400. Okay. Und du beendest deinen Zug, ne? Hab ich recht? Du beendest deinen Zug. Okay. Staubtornado. Wir zahlen wieder erstmal 100. Staubtornado will eine Zauberfallenkarte. Den kriegt ihr kontrolliert. Die können wir mal liegen. Dann können wir zumindest eine Zauberkarte von ihnen zerstören. Ich würde sagen, wir könnten das doch so machen. Wir könnten doch Copy... Na, Moment. Doch, wir könnten Copycat... wir könnten Copycat benutzen, seine Karte kopieren. Dann würden wir 2400 haben, hätten wir eine starke Karte. Und könnten dann mit Rakigi seine beiden Karten zerstören. Das könnten wir vielleicht machen. Ja komm, das probieren wir mal. So, Copycat erstmal. Wir kopieren seine Karte. Zack. Haben wir 2400. 2400, sehr schön. Ach, Rakigi können wir gar nicht benutzen. Ah, das ist gar nicht so. Okay. Ja, gut. Okay, dann müssen wir eben Flippin benutzen. Ja? Dann nehmen wir eben den Effekt einfach. Und setzen seine Karte wieder auf die Hand. Und wir holen uns Pinguin wieder auf die Hand. Das ist okay. Weil er muss ja immer ein Monster opfern. Wir können auch mit Flammipatschen in den Angriff gehen. Und wir beenden unseren Zug. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens jetzt zwei starke Monster. Und er kann auch nicht angreifen. Beziehungsweise er greift auch gar nicht an. Er bekommt nur Lebenspunkte. Okay. Was machst du da? Gehst du in die Verteidigungsposition? Ja, gut. Du hast wieder 500 Lebenspunkte. Da hast du wieder Lebenspunkte 500. Okay. Yin Yang. Okay. Gut. Okay, jetzt können wir entsprechend auch... Wir haben Karatehund. Wir zahlen erstmal 100. Und wir benutzen Staubtornado. Jetzt ist die Frage, welche Karte wollen wir zerstören? Ich würde mal sagen, wir zerstören mal hier... hier Wünsche einmal. Komm, dann kurz. Nein, haben wir zerstört. Gut, dann könnten wir Rakigi jetzt benutzen, um seine Monster zu zerstören. Aber bringt uns das was? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Ja. Komm, erstmal Flammpatsche in Angriff wieder. Ich würde mal sagen, wir spielen wieder Pinguin. Verdeckt einfach. Er muss ja... Okay, er hat aber zwei starke Monster da, ne? Okay. Wir beenden den Zug. Wir haben ja noch ein bisschen Verteidigung. Ich bekomme da 500 Lebenspunkte weniger. Okay, was kannst du damit machen? Können wir die aktivieren? Die könnten aktivieren, okay. Wir müssen die Karten da irgendwie zerstören. Die haben da irgendwelche Effekte. Okay, er kann uns die Karten auf die Hand packen. Gut. Okay, dann zerstören wir die Karten einfach gleich mal. Okay. Du hast wieder 500 Lebenspunkte. Du opferst dein Monster. Da ist wieder 2400er. Das ist in Ordnung. Aber wir könnten eigentlich auch mal sagen, es reicht uns einfach. Und benutzen Rakigi einfach. Und zerstören dann die beiden Monster hier. Komm, Darts. Die zerstören wir jetzt einfach. Dann kurz rein. Weg damit. Gut. Was hätten wir noch? Wir könnten Ruf der Gejagten. Was haben wir denn auf dem Friedhof? Wir haben ja nur gepanzerte Bienen auf dem Friedhof, ne? Ja. Wir sagen nein. Okay, mit 1000 Lebenspunkte, okay. Flammipatsch geht in den Angriff. Dann spielen wir noch einmal Karatehund. Da haben wir schon mal, ja, doch, ganz gute Karten, würde ich sagen. Und wir beenden uns. Gut, wir hätten Schwerkraftbinder vielleicht nochmal legen können. Aber wir schauen mal. Dann kommt uns ein goldener Marienkäfer hier. Liegt ein Monster. Okay.
müssen wir gucken, was er hier für Fallen oder Zauberkarten hat. Abhören. Wir sagen wieder ja. Wir hätten abhören. Damit könnten wir eine Fallenkarte annullieren. Sehr schön. Und, ja, komm, wir wenden mal zu. So, hat er wieder so eine feierliche Wünsche da irgendwie, die er aktivieren will? Irgendwie. Ist eine Fallenkarte. Aber wir können die doch aktivieren. Können wir abhören, aktivieren? Können wir die blocken? Sehr schön. Auf geht's, das. Ja, hast du so gedacht gehabt, ne? Weg damit. Ringkäfer, kriegst wieder 25.000 Lebensmittel. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Ja, gut. Rube können wir aktivieren. Zerstören die Karte da. Okay, könnten wir trotzdem aktivieren? Könnten wir die trotzdem aktivieren? Ja, komm, aktivieren wir einfach mal. Ruf der Gejagten. Und holen uns jetzt gepanzerte Biene. Ach. Können wir den Effekt von der gepanzerten Biene gleich ausnutzen? Wir können zwar nicht angreifen, aber ist okay. Wir sagen ja. Goldenen Apfel legen wir einfach mal. Und magischen Armschild geben wir. Und wir werden immer noch. Gut, wir haben keine Monster mehr. Das Einzige, was wirklich klappen wird, wird wahrscheinlich der Kartendeck tot sein. Weil er sich immer wieder Karten zieht. Weil wir greifen ja auch nicht an. Wir können im Moment auch nicht so großartig angreifen. Es macht wirklich da ziemlich gut einfach. Wie sagen wir ja. Zahlen wieder 100. Aber wir haben unser Insekt bekommen. Und 1700. Ist ja mal nicht schlecht. So, wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie da vielleicht noch ein Horn kriegen oder einen schwarzen Anhänger oder sowas. Okay. Okay. Opfer sein Monster. 2400, da ist das wieder. Okay. Okay, was hast du jetzt gebracht? Du hast 20.000 Lebenspunkte geopfert, um ein Monster zu zerstören. Das. Das erklär mir mal, was das für einen Sinn macht, irgendwie. Das macht irgendwie gar keinen Sinn, oder? Du hast ja nur Lebenspunkte geopfert. Na gut, wir letzten Mal Rakigi-Brecher. Und dann setzen wir gar nichts. Wir binden einen Zug. Wir haben kein Monster. Das ist nicht gut. Okay. Zahlt 1000. Zieht eine Monster. Okay. Und bekommst 500 Lebenspunkte. Kannst wahrscheinlich einen Karteneffekt machen. Nein. Kriegst wieder 500 Lebenspunkte. Okay. Wir könnten aber, was können wir hier? Rakigi-Brecher könnten wir aktivieren. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal Zeitmaschine weg und zerstören sein Monster einfach. So, können wir das zerstören? Geht das? Er zahlt 1000. Und? Geht das? Na? Oh, auch nicht? Doch, geht. Trotzdem. Perfekt. Gut, kriegt trotzdem Lebenspunkte, ne? Ja gut, aber wir sind ziemlich geschützt einfach. Er kann uns nicht angreifen. Durch Friedensquote kann er uns sowieso irgendwie nicht angreifen. 1500. Wie ein Yang Yang oder so. Sehr gut. Oh oh. Oh oh, jetzt kann er uns angreifen. Okay, 1900. Aber wir haben ja goldenen Apfel. Den können wir aktivieren. Kriegen wir erstmal 1900 wieder und eine Toke. Perfekt. Okay, 1700, 1900. Und wir haben Blätter den Magiekrieger. Ja, gut. Kriegsboot aktivieren wir wieder. Dann legen wir einmal Ritterische Schwerter. Und spielen noch Blätter den Magiekrieger. Gut, Darts. Wir haben zwei Monster, du hast ein Monster. Aber wir haben noch Friedensboote. Zahlt 4000. Und 13 Karten hast du noch. Du ziehst zwar immer wieder Karten, bekommst auch zwar immer die Lebenspunkte, aber eingreifen tust du nicht viel. Okay. Was hast du vor? Irgendwas hast du vor? Jetzt wahrscheinlich eine Karte wieder uns wieder auf die Hand. Oder zerstörst eine Karte. Okay, die Token wird zerstört. Okay.
kriegst 500 Lebenspunkte. Okay, Jasmin. Du opferst deine beiden Karten. Okay. 1800. 2300. Okay, eine 8 Sterne bist du. Okay, wir zahlen wieder 100. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Karten ja alle können. Du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen deine Hand ein Monster zu. Okay, was kann die hier? Falls du Linie öffnen. Okay, dann zerstören wir das einfach. Gut. Mit Zerstörung gefunden, zerstören wir die Karte. So. Ja, komm, magischer Armschild legen wir mal. Und wir binden mal zu. Wir können im Moment auch nichts machen. Also, er kann jetzt keine Karten mehr zerstören von uns. Bekommt zwar weiterhin seine Lebenspunkte. Aber wir sind dadurch ja, durch Friedensboote sind wir auch ganz gut safe einfach. Was hast du vor? Diffusion? Oder was hast du vor? Okay. Du hast eine Fusion vor. Okay. Gut. Glücksmelodie. Okay. Das sind XYZ-Monster, ne? Okay, die kenne ich gar nicht. Kleiner Vogel. Okay. Gut. Okay, da kriegst du wieder 500 Lebenspunkte. Wie zahlen wir? 100. Wir haben unsere Eisenschrottvogelscheuche. Die können wir mal legen. Das können wir machen. Was kann denn die Karte hier? Standby, du erhältst 500 Lebenspunkte. Ja, gut. Du willst nur Lebenspunkte haben, Darts, ne? Also, was anderes willst du nicht machen. Dann können wir dich wirklich austricksen. Wir brauchen nicht einmal nur blocken. Weil angreifen tust du ja nicht. Das wird ein eindeutiger Kartentod einfach, würde ich sagen. Viele machst du nicht. Angreifen tut nicht. Wir könnten zwar angreifen, aber die zahlen wieder 100. Kein Problem. Wir haben unseren Flip-Pinguin wieder. Den setzen wir einfach mal verdeckt einfach und werden gleich wieder den Effekt ausnutzen. Um dann entsprechend deinen komischen Vogel hier ins Deck zurückzupacken. Das ist auch nicht schlecht. Du kriegst deine 500 Lebenspunkte. Wieder 15 Lebenspunkte. Sehr schön. Oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Er kann angreifen. Wir haben... Okay, das ist nicht gut. Wieder 500 Lebenspunkte. Hier die Verteidigungsposition. Okay, wir könnten aber... 2300. Okay. Nimm plötzlich mit dem magischen Armschild. Holen deine Karte hier rüber. Dann greifst du die Karte einfach an. Du sagst, zack. Wir kriegen trotzdem 500 Schaden. Okay, okay, okay. Gut, aber jetzt könnten wir ja rein theoretisch auch angreifen, ne? Wir könnten erstmal Better in Magie-Krieger in Angriff setzen. Ja. Ich würde mal sagen, wir aktivieren noch mal verräterische Schwerter. Dann kann er nicht angreifen. Gut. Dann machen wir hier noch eine Fallenentfernung. Können wir aktivieren? Das ist eine Falle. Das ist auch eine Falle. So, aktivieren wir einfach mal. Zerstören eine Karte von dir. Weg damit. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Du hast hier ein ziemlich starkes Monster einfach. Ich würde mal sagen, wir bieten unseren Pinguin, nutzen den Effekt einfach, setzen die Karte in der Mitte und unseren Pinguin wieder auf die Hand. Das ist die stärkste Karte einfach. Und setzen wieder Pinguin. Und mit Better than Magnetkrieger greifen wir seinen komischen kleinen Vogel hier an. Zack. Oh, okay, du hast eine Falle. Okay. 1700 Lebenspunkte. Ah ja, okay, ist in Ordnung. Gut, wir beenden ohne Zug. Aber du hast nur 8 Karten. Und schon wieder 14.000 Lebenspunkte. Wir müssten Schwerkraftbinder gleich liegen. Dass wir mit Schwerkraftbindern alle Stufe 4 Monster einfach zu blocken. Dann kann er uns nicht angreifen. Er opfert beide Karten. Okay. Um diese Prinzessin wieder zu holen. Okay. Aber es ist ein 8-Sterne-Monster, ne? Okay, du kannst erstmal nicht angreifen. Durch verräterische Schwerter. Zahlst 1000. Ja, gut. Was machst du jetzt? Du bändest dann zu. Ja.
Okay. Und was bringt es dir? Wir könnten einmal Schwerkraftbinder legen. Den goldenen Apfel können wir auch einmal legen. Und weißt du was, Starts? Wir haben ja hier noch Pinguin. Und Pinguin knüppeln wir einfach. Ja, und setz dann deine Karte wieder auf die Hand. Weil du musst die. Du musst Karten opfern. Monster musst opfern. Und Pinguin setzen wir wieder auf die Hand. Und wir legen Pinguin. Weil dann können wir jetzt mit Better den Magnetkrieger einfach angreifen. Und geben dir 1700 Schaden. Bringt zwar nichts, aber wir können dir zeigen, dass wir uns auch wehren. Zwar hast du immer noch 13.300 Lebenspunkte, aber ist okay. Du kannst, glaube ich, keine Monster liegen. Okay, da hast du noch so eine Ying-Ying-Karte. Okay. Das 500 Lebenspunkte. Wieder 500 Lebenspunkte. Moment, haben wir nicht irgendwie. Ja, 1400. Okay. Okay, was hast du vor? Jetzt angreifen? Okay. Okay, auf die Hand. Das ist kein Problem. Wir haben ja noch. Moment. Wir haben ja noch hier unsere Eisenstadt-Vogelscheuche. Können wir den Angriff ja blocken? Das ist doch mal ganz gut. Dann kurz nein. Okay, unsere Card ist aber ein bisschen niedriger geworden. Das ist aber okay. Das ist gar kein Problem. So, was haben wir jetzt hier noch? Weigerungen Totenkopf. Du zahlst 7.900. Okay. Um was zu machen? Um die Karte zu zerstören. Ah ja. Okay. Das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber was bringt das? Jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das denn? Ich würde mal sagen, wir benutzen einmal Pinguin. Flippen Pinguin. Aktivieren den Effekt. Packen seine Karte wieder auf die Hand und sagen kurz nein. So. Dann holen wir uns den hellbarigen Totenkopf, opfern Pinguin und können ihn einmal angreifen. Mit 2500. So. Direkt auf Lebenspunkte. Und da du eben sehr viele Lebenspunkte geopfert hast, sollten wir eigentlich auch durchkommen. Sehr schön. Dann spielen wir noch einmal bittere Schwerter. Dann kannst du nicht angreifen. In zwei Runden, mit viel Glück, haben wir gewonnen. Zwar kriegst du jetzt Lebenspunkte wieder, aber wir sollten das eigentlich schaffen. Ich glaube, an die 5000 Lebenspunkte kommst du nicht ganz ran. Einmal 500. Okay. Okay, du kannst unser Monster zerstören. Ja gut, das ist jetzt nicht so gut gewesen. Wir können ja Schwerkraftbänder aktivieren. Man kann damit Monsterstufe 4 und höher nicht angreifen. Mal ganz gut. Mit zusätzlich mit verräterischen Schwerter kann er so wenig angreifen. Okay, goldene Marienkäfer hier. Kriegt er hier 500 Lebenspunkte. Okay, wieder 500 Lebenspunkte. Ah ja. Gut. Okay. Was haben wir? Okay, magische Zylinder. Können wir legen. Und Eisenschrott. Vogelscheuche. Legen wir auch. Wir haben nur Fallenkarten hier und Zauberkarten, ne? Ja, wir haben aber keine Monster. Wir können nicht angreifen. Ah, das Herz der Karten ist aber auch nicht gut zu uns, Freunde. Wir haben zwar ab und zu mal ein paar gute Karten, aber das war es auch wieder. Okay, Schwerkraftbinder. Legst du uns in die Hand wieder. Setzen wir mal gleich wieder. Das bringt ja auch nichts, ne? Oder? Na, angreifen tust du nicht. Was machst du irgendwie, ne? Okay, Crystal. 2100, okay, ein sehr starkes Monster. Okay. 2600, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Flugzerstörer, zerstöre eine Zauberkarte. Ist das eine Zauberkarte? Ja, das ist eine Zauberkarte, das ist eine Feinkarte. Feinkarte und das ist eine Feinkarte. Ja gut, jetzt zerstören wir einfach dann eine Feldzauberkarte hier. So, zack, verdammt. Rausnehmen. Dann legen wir nochmal Schwerkraftbinder. Wir hätten noch goldenen Apfel, hätten wir noch, hm? Wir könnten es einmal wagen, dass er uns angreifen kann mit 2600. Dann würden wir entsprechend die Lebenspunkte wiederbekommen, aber auch entsprechend eine Tope im gleichen Wert. Müssen wir uns überlegen. Darts macht uns das echt schwer hier. Mit seinen ewigen 500 Lebenspunkte dazu. Aber er hat nur noch drei Karten. Dann müssen wir gucken, dass wir drei Runden jetzt noch durchhalten können. Er kann sowieso nicht angreifen durch verräterische Schwerter.
Okay, jetzt können wir angreifen. So, was bekommen wir? Herzerkarten. Sprengkugel. Ja, gut, Sprengkugel können wir nehmen. Ist kein Problem. Das ist in Ordnung. Wenn er die Sprengkugel angreift, kriegt er entsprechend Schaden. Das ist gut. Der ist natürlich wieder 500 Lebenspunkte. Was könnten wir aktivieren hier? Sattenkraft, nein. Das wahrscheinlich zerstört er unsere Karte hier. Oder? Kranich? Du hast auch wieder eine Fusion vor hier. Und du opferst die beiden hier. Okay. Feuerblüte hier. Okay. Macht eine Fusion. Das kommt dann raus. Und? Wir sind Quistel. Okay. Nicht schlecht. Willst du angreifen? Greif mal an. Komm, greif mal an. Hier Feldzauberkarte. Hast wieder 5 von Lebenspunkte. In Ordnung. Wie willst du. Was ist denn das für eine Karte? Oh, das ist eigentlich Schrottvogelscheuche. Ja, komm, wir sagen kurz nein. Okay, blockt, wir sagen kurz nein. Das ist ja entsprechend die Sprengkugel. Dann können wir einmal jetzt magische Zylinder benutzen. Da haben wir 2600 zurück einfach. Dann kurz nein. Und wir haben ja noch hier Vogelscheuche. Den Effekt können wir blocken. Sehr schön. Gut. Sag kurz nein. Jetzt kriegt er gleich mal 2600 Schaden. Das ist schon mal ganz gut, Darts. Wir haben das Horn bekommen, was uns ja überhaupt nichts bringt, ne? Das bringt ja uns gar nichts, ne? Ja gut, wir aktivieren mal Sperrkraftbinder. Dann kann er auch nicht angreifen. Oh, mit Monster Stufe 4 oder höher, ne? Das sind ja Stufe 3 Monster. Ach Mist, verdammt. Ja gut, kann er trotzdem angreifen. Ja gut, aber er kriegt erstmal Schaden. Und dein Monster wird ja zerstört, ne? Oder? Zack. Und? Ja, 5 Lebenspunkte. Ja, Monster zerstört sich. 2100 Schaden. Sehr schön. Okay, du hast wieder so ein Kranich. Machst wieder, opferst du die beiden wieder. Deine Feuerblume wieder. Du opferst die beiden. Okay. Da kommt wieder so ein Quistel. In Ordnung. Wir könnten einmal blocken und wir haben den goldenen Apfel. Okay. Ja. Da sagen wir nein. Den müssen wir durchgehen lassen. Nein. Den können wir sagen auch kurz nein. Da sagen wir jetzt ja und uns den goldenen Apfel. Kriegen 2600 Lebenspunkte wieder und eine Koke. Und wenn er es angreifen will, um die Tug zu zerstören, dann können wir die blocken. Nee, will er nicht. Gut. Okay, wir haben gepanzerte Biene. Was machen wir jetzt? Okay, 1600. Ich würde mal sagen, wir spielen mal gepanzerte Biene im Angriff. Setzen noch unser Horn auf die Tug ein bisschen rauf. Machen die Tug ein bisschen stärker. Können den Effekt von Biene ausnutzen. Und seinen komischen Yin-Yin hier bisschen um die Hälfte runtersetzen. 950. Und greifen einfach mit unserer Toke seinen komischen Yin-Yin hier an. 2350. Du kriegst 1000 Lebenspunkte. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, jetzt wird's kriminell. Jetzt noch eine Karte. Eine Runde können wir, glaube ich, noch aushalten. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wenn er. Nein, mach keine Fusion jetzt hier. 500. Nee. Können wir durch. Müssen wir durchkommen und gehen lassen. Den können wir einmal blocken. Können wir einmal blocken. Sehr schön. Und einmal 2100. Bekommen wir Schaden. Aber er beendet seinen Zug jetzt. So, jetzt sind wir dran. Wir bekommen das Horn natürlich. Weil es eben auf dem Friedhof war. Also beenden wir unseren Zug einfach und Darts verliert, weil er einen Kartentod hat, weil er keine Karten mehr ziehen kann. Tja, ein sehr langes Duell einfach. Er hat sich sehr viele Lebenspunkte immer geholt, aber wir konnten einfach nicht gegen ankommen.
Na gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt eurem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Würde mich mega freuen, mich mit euch zu sehen. Wenn ihr mega freuen, wenn ihr euch selbst dabei seid, das heißt, eine weitere Folge Jubel. Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!